Endlich wieder ein Vlog. Nein, mir hat der Schwanz gemacht. Ja, ist ganz geil. Oh shit. Was geht, alles gut, Leute? So, I'm going to Ghana. Ich bin ein Standalone, eine Fashion Show, kein Bazaar. Hey! Was geht? Endlich wieder ein Vlog. Seit langer Zeit, die letzten waren in New York, vor schon mittlerweile, glaube ich, 3 Monate. Wir haben jetzt Mai, mein Leben geht drunter und drüber, es ändert sich viel. Ich habe zum Beispiel mein Studium vorerst mal abgebrochen, bin jetzt wieder in mein Elternhaus, zu Hause in Oberösterreich, ziehe aber jetzt nach Wien, bin aktiv auf WG-Suche und schaue mir auch heute noch ein WG-Zimmer an im 2. Bezirk. Ich hoffe, das passt, weil dann kann ich so schnell wie möglich nach Wien und einen kleinen Neustart machen. Ich nehme euch wieder ein bisschen mit. Viel Spaß! Wir sind am Bahnsteig, fahren nach Wien mit dem Zug, dem Railjet. Gleich sehen wir uns in Wien. Jetzt in Wien. Wahnsinn, was für ein geiler Tag. Und nicht nur irgendein Tag, es ist mein Namenstag, Florian, der Sankt Florian, oder wie das immer heißt. Jetzt geht's zu Mochi Ramen, hier im 2. Bezirk, Vorgarten Park, oder wie das heißt. Wie geil sind diese Teile, oder? Wow, sehr geil. Das ist der Ramen mit dem marinierten Schweinsbrot. Hier haben wir den Kollegen, marinierte Schweinsbauch. Mochi Ramen am Vorgartenmarkt, auf jeden Fall zu empfehlen. Sehr lecker, geile Atmosphäre, die haben so Garage Music drin gehabt, ganz laut. Kriegt von mir nicht ganz 10 von 10, aber 9 von 10 auf jeden Fall. Bezahlt habe ich 25 Euro. Was schon ein bisschen teuer ist, aber man kriegt auch was Geiles. Geht in Ordnung. Jetzt geht's weiter zur WG-Besichtigung. Wohnung ist besichtigt. War eigentlich sehr cool. Schöne gepflegte WG. Die Leute waren alle. Schauen wir mal, was wird. Wir schauen jetzt ins Brösel im 2. Bezirk zum Nico. Ja, was der Gewinner vom 50 Cent Konzertticket war damals. Nico, sag noch schnell, wie bist du zu dieser Karte gekommen? Ich habe beim Gewinnspiel mitgemacht und glücklicherweise gewonnen. Seitdem verstehen wir uns eigentlich sehr gut, machen ab und zu was in Wien und vielleicht ist er gleich vor der Linse. Schauen wir mal, was der gute Mann so macht. Das Brösel im 2. Bezirk, Obermüllnerstraße. Geiles Ding. Hallo zum Vlog. Decke habe ich auch. Decke? Nein, noch nicht. Vlog oder was? Ja. Hallo? Da vor dem Bröselschild haben wir mal eine Szene gehabt. Vom 50 Cent Konzert zurück. Dico, wie war's? Wie hat's dir gefallen? Geisteskrank. Folgt ihm alle auf Instagram. Nach langem bin ich wieder zurück. Der 50 Cent Kartengewinner. Ja. Und jetzt ist er mich in der Arbeit besuchen. Freut mich sehr. Was gibt's für ein Brösel? Tapas, österreichische Tapas, gell? Genau, also sehr regionales und saisonale Produkte. Die Speisekarte, also die Gerichte wechseln. Blende dann ein. Die Blende dann ein. Schwer, weil online gibt es keine. Es gibt nur so auf Instagram so Beispiele. Aber okay. Ja, ist ganz geil. So dann, es wird wieder anscheinend ein Food-Vlog. Unabsichtlicherweise, es gibt Focaccia mit Bärlauchpesto und so einen Frischkäse. Probieren wir es gleich. Schmeckt gut. Schmeckt echt geil. Brösel 10 von 10. Bester Service, freundlich, nett zuvorkommen, empfehlenswert. Guten Morgen, 2. Tag in Wien. Heute werden 2 weitere WGs besichtigt. Hab ewig lang gepennt, sicher 11 Stunden oder so. Aber jetzt gehen wir raus, irgendwas essen, einen Kaffee trinken. Aber zuvor dehne ich mich noch ein bisschen, mache ein kurzes Workout, damit ich mich ein bisschen aktivierter und lebendiger fühle. Oh shit! Ah, meine Leisten, Alter.
Scheiße. Fit Jack. Also Elix Jane, mein Lieblings Jane. Die mag ich so gern. Dann dieser Knitter von einem Flohmarkt. So Knitwear. Vermutlich Damen, aber kann man als Mann auch ruhig tragen. Ein Wifebeater sagt man wahrscheinlich nicht mehr, also Tanktop. In schwarz eine helle Jeans, weiße Air Force, noch clean, aber lange werden die nicht mehr halten. Also so clean zumindest. Und diese Sunglasses von dieser skandinavischen Marke blende ich euch ein, weil die ist so schwer zu aussprechen. Sprachen lernen, Bubble. Die ist so schwer auszusprechen und ja, that's it. So gehen wir jetzt raus, was essen, trinken, Kaffee trinken. Peace. Parked up outside in the old school. The new me back with the old you. Leute, ich sitze gerade im Augarten im zweiten Bezirk. Genieße mein Frühstück, die Bienen schwaben um mich herum. Es ist ruhig. Es geht ein laues Lüftchen, die Sonne scheint. Bin im Grünen, sitze auf der Wiese. Es ist herrlich. Also Leute, habe jetzt wieder eine WG angeschaut mit zwei echt lieben Frauen, einem lieben Hund, einem sehr flauschigen. Hat mir gut gefallen. Schauen wir, ob es was wird. 19 Uhr schaue ich noch eine Wohnung an. Dann geht's wieder nach Hause, weil morgen ist Gig im The G-Store, wo ich euch auch mitnehme. Also gehen wir. Wir sind im Zug nach Vöcklabruck. Ich bereite gerade das Set für morgen vor. Natürlich muss das Set immer fresh as fuck sein. Alle Releases von Freitag sind morgen am Samstag schon im Set drinnen. Das ist einfach mein Anspruch. Der Zug ist voll. Ich stehe hier bei der Gepäckablage, aber das macht mir nichts. So, dala. Wir fahren jetzt nach Linz in die Blue City. Wie gewohnt zum The G-Store. Samstag auflegen von 13 bis 18 Uhr. Das Auto ist vollgepackt mit meinem Stuff und ja, die ganzen technischen Utensilien und Equipment. Bin pumped, freue mich schon. Wird geil. I used to feel so devastated. At times I thought we'd never make it. And all it ever took was patience. I used to feel so devastated. Der ganze Stuff gehört jetzt nach oben braucht. Ich geh nie in ein Airbnb ohne 10 Flaschen Lean. Designer mein Hemd und sie hat sich verliebt. Millionen von Streams machen Leben zum Dream. Immer weiter nach oben, dann reich mit meinem Team. Bitch, das ist ein Jäger und keine Missy. Vlog. Was geht, alles gut, Leute? Was gibt's von M&M? Ja. Die Hose taugt mir voll. Die Hose? Die probier ich jetzt gleich. Probierst du, ja? Gleich. Ich komm dann. Was sagst du? Yes, sir. Ist das geil, oder? Yes, sir. Was? So, I'm going to Ghana. Ich bin ein Standalone, eine Fashion Show. Kein Bazaar, Baby Head to Toe. In Virtual Blow und Prada, keine Skinny Ho. Mehr wie Amber Rose, dicker Arsch. Alles ist ready. Alles ist angeschlossen. Gleich kann's losgehen. The G. Mein Corner. Hey. Damn, these are pizzas, damn. Hey. Shorty got a little boot thing. And shorty got a fatty. Daniel? Shorty be catching mood swings. Hey, du hast den Vlog bis zum Ende angeschaut. Echt danke dafür. Ich hoffe, der Vlog hat dir gefallen. Ich hoffe,
du kommst auch beim nächsten Mal wieder, weil jetzt gibt es eine Vlog-Serie, damit sich auch die Storyline verfestigt, ein roter Faden sich durch die Vlogs zieht. Und ja, lass gerne ein Like da, ein Follow, ein Kommentar, ein Liebes oder auch konstruktive Kritik. Ich bin für alles offen. Geil, dass du bis zum Ende geschaut hast und wir sehen uns. Ciao.